Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Marvel Strike Force. Und es gibt ja einen wunderschönen Orb-Meilenstein. Deswegen machen wir auch heute extra viele Orbs auf, wie wir hier sehen. 93 Stück, plus minus ein paar zerquetschte. Und wir gucken mal rein, was diesen Meilenstein denn überhaupt ausmacht. Denn wir haben hier die Orb-Lawine. Ein bisschen haben wir schon geschafft, beziehungsweise einen Meilenstein haben wir schon geschafft durch diese ganzen Standard-Orbs, die man ab und zu halt frei öffnen darf. Punkte erzielt man, indem man Mega-Orbs öffnet. Ich glaube, Mega-Orb haben wir nicht dabei. Der würde 25 Punkte geben. Dann Ultimus, Gold, orangene Raubzug-Ausrüstung. Dann Premium-Orbs, roter Stern-Orbs, Training, Fähigkeiten, Legacy-1-Orbs sogar, lilane Raubzüge und diese komische Kingpin-Schatzkammer, Blitz-Orb, blaue Raubzug-Orbs, normale Raubzug-Orbs und Standard-Orbs. Keine Meilenstein-Orbs, wohlgemerkt. Die zählen nicht dazu. Finde ich ein bisschen schade. Die hätten sie wenigstens zu den Standard-Dingern hinzuziehen können. Aber hier sehen wir dann, können wir uns Schneekugel-Orb-Fragmente freischalten, schöne Premium-Orb-Fragmente und immer mal wieder Charaktersplitter, was ganz cool ist. Hawkeye, Captain America, Black Panther. Und je weiter wir nach oben kommen, desto besser wird es. Sogar rote Sterne bekommen wir hier für jemanden. Hier Ausrüstungsfragmente. Legacy 1 Orb-Fragmente. Also wenn wir bis Meilenstein 11 kommen, was ich jetzt nicht beschwören würde, dann würden wir Legacy 1 Orb-Fragmente bekommen. Und zwar genügend, um auch einen zu öffnen. Aber hier sehen wir schon 15 Splitter. Ghost Rider 15 Splitter. Das ist schon nicht schlecht. Aber da hochzukommen, ja, das ist auch ganz schön schwierig. Und am Ende, da gibt es nämlich richtig fette Sachen. Da gucken wir auch mal rein. Da gibt es dann hier... Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht anklicken. Okay, überlegenes Omnium-Erz kommt da. Egal, was, warum ich... Obwohl ich es gar nicht anklicke. Aber egal. Auf jeden Fall sehr viel coole goldene Ausrüstung ist da dabei. Auch seltenere Ausrüstung und dann hier gleich 25 Stück und sowas. Allerdings seht ihr auch, wie viele Punkte man da holen muss. 3300, 3600, das ist nicht wenig. So, Quake haben wir einmal hier schon bekommen, 5 Stück und 1000 von den Schneekugel-Orbs. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Zeug auf. Übrigens, eventmäßig sieht es auch ganz gut aus, werden wir auch einige von den Gunst der Götter-Dinger öffnen. Ich komme bei schwer nicht weiter, es ist unfassbar. Ich komme nur die ersten zwei Kämpfe, habe öfter jetzt probiert, die für 20.000 hier zu machen. Meint ihr, ich schaffe die? Nee. Immer wieder geht der besagte Kämpfer drauf, der nicht draufgehen darf, vier Runden lang. Ich hasse diese Mission, wo einer überleben muss, vier Runden lang. Finde ich gar nicht lustig. Außerdem läuft hier bei den Events der gute Nick Fury. Den könnt ihr euch wieder ergattern. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt. Ich bin ja auf Klasse 6, aber ihr seht hier, nur die Kree-Königswache hat 6 Sterne. Alle anderen dümpeln noch auf 5 Sterne rum. Ich muss zugeben, die Kree habe ich jetzt auch nicht mehr aktiv gefarmt, außer die Adlige, die habe ich ab und zu noch, wenn ich Energie übrig habe oder so, dann tue ich es bei der Adligen investieren. Aber ansonsten stehen die eher mehr oder weniger still. Aber vielleicht ziehen wir ja bei den Orbs ein bisschen was. So, wir haben sehr viel zu öffnen, deswegen würde ich sagen... Nee, warte. Bevor wir hier was Falsches machen, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben sehr viel blaue Ausrüstung. Wir haben generell sehr viel Ausrüstung. Das heißt, wir stellen die Optionen wieder um. Erweiterte Option, mehrere Orbs auf einen Schlag öffnen. Und so öffnen wir zuerst die Raubzug-Ausrüstungsorbs. Erstmal die blaue. Die müssten eigentlich auch dazu zählen. Machen wir 10 auf einen Schlag auf. Und da sehen wir hier Orblawine 37 von 40. Hier sehen wir die ganzen Sachen. Ja. Ist sowieso gut. Ich brauche da jetzt nicht großartig gucken. Wir werden es ja sehen. Orblawine. Da haben wir schon einiges freigeschaltet. Sehr schön. Viele, viele blaue Orbs. Aber das war es ja noch gar nicht. Wir haben ja noch viel mehr. Wir haben ja auch 11 mal lilane Orbs. Die geben noch mehr Punkte. So, und da gucken wir mal ein bisschen genauer. Da ist jetzt nichts mega krasses bei, was ich unbedingt brauche. Hier
Ja, sind wir auf 78. Gut, die Pistole 44. Diese Köpfe 39. Sind Sachen, die man gebrauchen kann. Aber ich hätte sehr gerne diese Spritzen gehabt. Schade, dass wir die nicht dabei hatten. Und auch hier sind sie leider nicht am Start. Naja, man kann halt nicht alles haben. So, bei der Orangenen machen wir auch direkt die 5 auf. Ja, die Orblawine rollt. Das gefällt mir. So, das war jetzt aber genug. Wir ändern das Ganze. Wir gucken am Ende auch erst, was das hier, was wir für Meilensteine freigeschaltet haben. Da lassen wir uns jetzt hier nicht vom Weg abbringen. So, die Option raus, damit es schön spannend ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit... mit was fangen wir denn an? Wir haben so viel zu öffnen. Auch 9 Stück von diesen Astralverbündeten, wo wir den guten Heimdall drin haben können. 9 Stück können wir aufmachen. Das ist auch nicht wenig. 32 Standard-Orbs, das sind auch nochmal 32 Punkte. Gold-Orbs haben wir. Countdown-Orbs haben wir auch. Habt ihr übrigens auch bekommen, das gab es im Anmeldebonus. Hier auch Trainings-Orbs, die sowas von cool sind. 9-mal Fähigkeiten-Orbs. Leider kein Mega-Orb dabei. 10-mal nur der Meilenstein-Orb. Ultimus-Orb, der gibt auch nochmal richtig dick Punkte. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier Gold auf. Erstmal Gold, 5 Stück. Die Million würde ich gerne knacken. Na, das hätten wir eigentlich auch nochmal volle Kanne jetzt öffnen können. Naja. Was soll's. Wir gehen auf die 200 Punkte zu. Die werden auch kein großes Problem darstellen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Da haben wir nicht mal die Million. Knapp 680.000. Das ist auch wieder relativ wenig. Schade. Aber wir erinnern uns ein bisschen zurück. Da hatten wir einmal die Millionen drin. Das war ziemlich geil. So, wir machen die Standard-Orbs zuerst auf 32 Stück. Na, da haben wir einiges zu öffnen. Gucken mal. Groot! Groot ist sehr gut. 200 Splitter brauche ich unbedingt. Ist zwar nur ein Standard-Orb, ist nur ein einzelner Splitter. Macht den Braten nicht fett, ist aber trotzdem ziemlich gut. Nobu auch sehr gut. Auch einer, den ich farme aktuell. Crossbones farme ich nicht, aber der wird so oder so irgendwann voll sein. Oh ja, Kree ist natürlich auch wichtig. Der Cyborg, da seht ihr es, die brauchen alle noch sehr, sehr lang, diese ganzen Kree. Habe ich ein bisschen schleifen lassen. Punisher ist auf dem Weg zu 300. Farme ich eigentlich auch jeden Tag, genauso wie Jessica Jones. Oh, das ist Oracle. 109 von 200, wenigstens schon mal die Hälfte bei dem. Und Oracle ist ja auch ein bisschen nerviger zu farmen. Elektra, ja... So ein Söldner. Also bei den Standard-Orbs stört mich das nicht, wenn da Söldner drin sind. Auch wenn es jetzt 2 hintereinander waren. Killmonger, okay. Schon wieder so ein Söldner. Naja, übertreiben müssen wir es auch nicht mit den Söldnern. Quake. Quake ist ganz cool. Bei 250 gibt es den nächsten Meilenstein. Mystique, die ist auch gut. Mystique ist auch gut. Ist auch eine Marodeurin, was das Ganze ja noch ein bisschen besser macht. Denn die Marodeure, oh mein Gott, hat das Spaß gemacht, mit den Marodeuren zu kämpfen. Seitdem ich mit denen gespielt habe, habe ich richtig Bock auf die. Loki und Nobu übrigens sind auch sehr gut. Nobu war ja auch schon. Oh, die Handassassine. Nice, die können wir auch ein Level höher machen. Das ist gut. Die farme ich ja auch sehr intensiv. Eigentlich auch täglich. Luke Cage, der ist bereits voll. Das gibt Ultimus-Schlüssel. Gut. Aim-Charaktere. Ah, nochmal. Ja, gerne. Kein Problem. Immer her damit. So einen richtig krassen Exot hätte ich gerne mal. Ich wollte gerade sagen, einen von den Fantastic Four zum Beispiel. Und da kriegen wir auch direkt Johnny die Fackel. Nice. Drax, okay. Ich glaube, Drax müsste eigentlich auch voll sein mittlerweile. Mystique, schon erwähnt, sehr gut. Ant-Man, okay. Das ist auch so einer, den man nebenbei mal mitnimmt. Drax, gucken wir mal. Ne, der ist nicht voll. Okay, wir gehen auf die 300 zu, aber voll ist er noch nicht. Ja, dann ist es ja nicht so schlimm. Das Ding, nochmal einer von den Fantastic Four. Korat, okay, ist zwar Kree, aber ist jetzt keiner von den wichtigen. Wow, unser erster Fünfer bei
Wie viele Standard-Orbs waren das? 32 Stück. Und der erste 5er und dann aber Shield, Angreiferin und damit auch ein Level höher. Sehr gut. Auch die Shield will ich nach und nach hochpushen. Crossbones und zu guter Letzt im Standard-Orb der gute Rocket. Auf dem Weg zu 300. Sehr schön. Also die Standard-Orbs, muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden mit. Die waren sehr, sehr gut. So, weiter geht es, würde ich sagen, mit. Machen wir erstmal die Trainingsdinger auf. Die geben ja auch ordentlich Punkte. So schöne 25 da drin, richtig geil. Ihr kennt das ja, das ist eigentlich Mangelware, nochmal 25 drin. Okay, jetzt nur 8, aber ne? Oh mein Gott, da ist ja richtig geiles Zeug drin. Hä, sonst spuckt er doch nicht so viele 25er aus. Was ist denn hier los? Wir haben einfach mal 229 von diesen genialen Trainingsdingern hier bekommen, von den Modulen. Mega gut. Da kann ich einige Millionen an Gold auch investieren. So, das hätten wir. Dann machen wir als nächstes die Fähigkeiten. Die geben nämlich auch nochmal schön Punkte. Und oh, auch hier 12 Stück. Auch da mit so einem goldenen. Wir gucken vor allem am Ende, was dabei rausgekommen ist. Verzögert immer ein bisschen. Aber gerne diese goldenen Dinger. Okay, das sind auch ganz wichtige. Die grünen sind nicht so wichtig, aber alle anderen sehr, sehr wichtig. Und das gibt schön dick Punkte. Wir sind bei 340. Haben wir jetzt 350? Naja, wir haben die Orblawine. Wenn wir jetzt 360 haben, dann geben die immer 10. Tatsächlich, die geben immer 10. 10 Punkte, das ist wirklich gut. So, gucken wir mal rein. 70 grüne, 61 blaue, 20 lilane und 6 von den gelben. Das konnte sich aber doch auch sehen lassen. Das war jetzt auch nicht so schlecht. So, dann gucken wir mal hier unten. Meilenstein-Orbs, ich glaube, die zählen nicht, aber wir sehen gleich, ob die wirklich gar nichts zählen. Dann würde ich mal hier die roten Sterne nehmen. Die roten Sterne zählen auf jeden Fall. Na, Scarlet Witch. Oh doch, ein Stern kommt dazu, ein roter. Kingpin? Na, beim Kingpin kommt nichts dazu. Oh, Nick Fury. Kommt auch ein Stern dazu. Cool. Na gut, den haben wir schon. Elektra haben wir auch schon. Und zu guter Letzt, naja, Hawkeye haben wir auch schon. Also wir haben eigentlich alle außer Nick Fury und, wer war das noch? Ja, Nick Fury und ein Stern bei Scarlet Witch. Na gut, wir hatten auch schon deutlich schlechtere rote Stern-Orbs aufzumachen. So, oh Gott, hier haben wir ja richtig viel. Hier können wir auch richtig viele von diesen Katalysatoren und so kaufen. Einiges eingenommen. Die sind nicht schlecht, aber wie gesagt, wir brauchen diese Spritzen. Wir machen mal hier ein paar auf. Keine Ahnung, ob die zählen. Nö, die zählen nicht. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. 15 Stück haben wir nur davon. Ja, auch diese Spritzen. Ah, 75 haben wir doch einige von mittlerweile. Ja, ja, das ist alles gut. Ja, auch gut. So, einen machen wir hiervon noch auf. Ah, okay, die hier. Obwohl, doch, die brauchen wir auch. Holy shit, wir brauchen ja alles. 20 Stück. Ah, ist okay. Ist okay. Aber ich will nicht nur die holen. Ich möchte auch hier mal reingucken. So, 31, aber von denen, hier sieht man ja auch, was wir da brauchen. Das vor allem Guardians of the Galaxy, Kree, paar Defender sind dabei. Also alles Leute, wo man auch durchaus mal ein bisschen was von investiert. Sehr schön. Und das hier, ah, auch die Guardians.
Ja komm, dann holen wir davon noch zwei. Die zählen jetzt nicht zu den Orbfragmenten da, beziehungsweise zu dem Meilenstein. Zählen die leider nicht dazu. Ist aber egal. Trotzdem haben wir hier coole Sachen rausgezogen. So, hier haben wir noch Raubzug-Orbs. Komm, wir machen zwei Raubzug-Orbs auf. Die zählen auf jeden Fall. Oh, Mysterio. Nice. Sehr schön. Wirklich schön. Und ein paar Söldner. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber insgesamt... Okay, es waren nur zwei Ziehungen, aber es war okay. So, dann haben wir nochmal Orangene. Hatten wir die Orangenen nicht schon? Anscheinend nicht. Okay, dann machen wir die beiden schnell auf. Ach so, das war Raubzug. Ja, nee, ist okay. Das war was anderes. Das waren diese Elite-Dinger. Die zählen auch nicht. Gamma-Raubzug machen wir als nächstes auf. Zählen leider auch nicht zum Meilenstein. Aber achtmal Groot. Das ist doch super. Hervorragend. Sehr schön, Groot. Gerne noch mehr davon. Okay, hier Mr. Fantastic. Brauchen wir auch nicht mehr so viel, um den freizuschalten. Aber die kriegt man so übertrieben selten. Luke Cage ist voll. Das gibt wieder Ultimus. Schlüssel. Oh, was haben wir denn hier? Oh, mein Gott, ich habe gerade noch gesagt, der kommt so selten, ne? Das stimmt eigentlich auch, aber jetzt haben wir ihn tatsächlich schon freigeschaltet. Das ging deutlich schneller, als ich dachte. Sehr schöner Orb. Sehr, sehr schöner Orb. Quake ein bisschen noch dazu. Und Miles. Ja, das ist in Ordnung. Ich bin komplett zufrieden, alleine wegen Mr. Fantastic. Das war richtig gut. Ja, dich rekrutieren wir später noch. So, hier müssten wir fertig sein. Dann gehen wir jetzt zu den Blitzorbs. Da haben wir 26 Blitzorbs, die wir öffnen können, wo Rescue unser Hauptgewinn wäre. Und da kommt Rescue auch direkt. 5 Splitter. Wie viel brauchen wir? 130. Das sieht gar nicht so schlecht aus. 25 können wir noch öffnen. Also da kann was drin sein. 5 mal Mantis. Oh, wir sind bei 440, wenn ich das richtig gesehen habe. Gucken wir mal, wie viel es bringt. Okay, 2 Punkte. Naja, ist jetzt nicht so viel, aber man bekommt halt auch wirklich viele Orbs davon. Nochmal Rescue. Mega schön. Rhino nehmen wir auch sehr gerne mit. Aber Rescue ist schon der Hammer, wenn die drin ist. Crossbones, noch können wir ihn gebrauchen. Hydra ist jetzt nicht so der Hit. Aim ist auch nicht so der Hit. Miles, den nehme ich gerne. Da muss ich da kein Blitzgeld für ausgeben. Gamora schon voll. Spidey lässt sich auch mal blicken. Ja, Mantis ist gut. Rhino ist gut, Rescue ist am besten, Ant-Man ist wie immer, interessiert mich einfach nicht, aber ist mir alles lieb. Oh, das ist die Königswache. Na, für die Königswache sieht halt schon gut genug aus für die Kree. Mantis. Gucken wir gleich, wenn Mantis nochmal kommt, gucken wir mal, wie viele wir bei Mantis überhaupt noch brauchen. So viele sind das nämlich nicht mehr. Da haben wir fast die Hälfte schon von den 300. Rescue, sehr schön. Ob bei den letzten 7 nochmal Rescue bei ist? Mantis ist auch sehr, sehr oft heute dabei. Rhino dürfte nochmal kommen. Da hätte ich auch nichts dagegen. Rescue sowieso, sehr gut. Also diesmal haben wir echt viele Rescues da drin gehabt. Das ist sehr schön. Komm, ein Rhino noch. Der letzte ist Rhino. Nee. So ein blöder Hydra. Okay. Da haben wir nur einmal Rhino drin gehabt. Krass. Aber wir sehen schon hier einiges. 25 mal Mantis. Das ist viel. Und auch 20 mal Rescue. Das ist auch viel. 43 Splitter insgesamt. 151. Ey, das ist echt... Ich bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden, was die ganzen Orbs angeht. So, Premium machen wir natürlich zuletzt auf. Das machen wir als vorletztes. Dann haben wir noch Countdown-Orbs. Da weiß ich gar nicht, was drin ist. Anscheinend ist da Ausrüstung drin. Wow, und da haben wir was Goldenes, Glänzendes. Überlegener Alpha-Flight-Codierer. Okay. Der scheint aber ganz geil zu sein, denn sonst wäre er nicht Gold gewesen.
Aber vielleicht haben wir immer so geile Sachen da drin. Immer dieses Überlegene. Na, nee, nicht immer. Hier, oh, was ist denn das? Mega-Orb-Fragmente? Na schade, ich glaube, wir werden es trotzdem nicht schaffen, den Mega-Orb zusammenzukriegen, weil da müsste jetzt zweimal noch Mega-Orb-Fragmente drin sein. Premium-Orb ist sehr gut. Und nochmal Premium. Ja, aber trotzdem, die Countdown-Orbs, die waren doch ganz geil. Ja, wo findet man die? Ja, nirgendwo findet man die, nämlich nur im Anmeldebonus. Aber trotzdem, super gut. Und da haben wir noch drei schöne Premium-Orbs dazu bekommen. Aber nicht nur das, wir haben ja auch hier bei den Fragmenten ordentlich was dazu gewonnen von den Mega-Orb-Dingern. So, Ultimus-Orb, der zählt auch mit rein. Machen wir auf, der zählt sogar recht viel. 15 mal Crossbones. Und zweimal Ultimus 27 von 180. Oh Mann. Oh Mann, sage ich nur. Das dauert. So, Meilenstein-Orbs, die zählen nicht mit dazu. Aber da sind coole Sachen drin. Kree Cyborg. Absolut gut. Na, das jetzt eher nicht. Oh, Mordo, hallo. Nice. Ich muss immer mal wieder gucken, wie weit die überhaupt sind. Aber Mord... Oh, Thanos, auch gut. Ja, Thanos ist auch eher selten. Der Schocker, sehr, sehr geil. Den farm ich aktuell. Und ich will ihn unbedingt auf die 130 bringen. Denn er ist der schlechteste von den Sinister Six, die ich leveln muss. Beziehungsweise wo ich die Sterne jetzt farme. Und der braucht halt am längsten. Der hat am wenigsten... Bis jetzt. Oh, Falcon. Ja, da sind wir fast einen Stern höher. Miles ist nochmal da. Und zu guter Letzt. Oh, Shield Sicherheit. Na, das sage ich auch nicht nein. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwas haben. Ja, ein Goldorb ist noch dazugekommen. Das ist doch auch ganz schön. Ist noch irgendwas dazugekommen? Tatsächlich ein Fähigkeiten-Orb ist nochmal dazugekommen. Auch cool. So, das müsste es jetzt aber auch gewesen sein, oder? Genau, da ist jetzt nichts mehr dabei. Dann machen wir jetzt neunmal das Zeug rund um Heimdall auf. Ich hoffe, da ist einiges bei. So ein paar Glückstreffer wie diesen hier. Sehr schöne 18 Stück. Wir sind auf 57. Und das geht ja noch eine Weile. Also den kann man schon kriegen. Oh, Groot. Okay, ist nicht Heimdall, aber Groot ist ja auch einer von denen, die ich absolut brauche. Nochmal schön Heimdall. Richtig geil. Nochmal 18 Splitter. Na. Und 8-mal Groot. Was ist denn mit Groot los? Der will jetzt auch unbedingt kommen. Groot haben wir auch echt oft dabei gehabt. Nochmal Heimdall, ein Volltreffer hier. Ah, das ist jetzt nix. Nebula ist jetzt auch nicht so gut. Ja, Rocket, okay. Wasp, na, jetzt komm, ein Treffer noch. Ah, das ist auch eher nix. Das ist der gute Stitcher. Aber Stitcher ist immerhin ein Level höher. Und wir haben 111. Ja, das ist doch geil. Haben wir den auf jeden Fall schon freigeschaltet und können uns jetzt schön auf die Sterne konzentrieren. Ich bin gespannt, wie viele wir da am Ende noch kriegen, weil das dauert ja noch eine Weile, das Event. Da können wir noch einiges rausholen. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt noch die 13 Premium-Orbs. Oh, und das fängt auch schon mal sehr schön an. Namor erstmal schön 15 Splitter. Sehr gut. Ja, ja, nicht, oh nö, 25, aber dann der, den ich schon voll habe. Das ist doch scheiße. Das war richtig scheiße. Rocket nehme ich gerne mit. Iron Fist auch sehr gerne, sehr, sehr gerne. Kommt meinen Defendern da ein bisschen zugute. Ja, M'Baku 38, okay.
Oh, wir holen so aber auch einige Meilensteine. Noch Ronin, auch gut. 15 Splitter für Ronin. Nochmal Iron Fist. Da bin ich nicht abgeneigt. Ah, Jessica Jones. Das ist nicht schlecht, dass sie es geworden ist. Aber wir sehen hier 173 und ab 300, ja, fällt die mir flach. Und ich mache halt jeden Tag die Kämpfe mit Jessica Jones und dem Punisher für die Tagesdinger. Und wenn die voll sind, dann muss ich mir eine andere Methode ausdenken, die schnell geht. Oh nein, Punisher, das kann doch nicht wahr sein. Warum denn jetzt ausgerechnet die beiden? Ah, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Und dann noch so eine Grütze. Also nein, mit den Premium Orbs bin ich absolut gar nicht zufrieden. Das hat mir nicht gefallen. So, hier haben wir noch 810 von diesen Schlüsseln dazu bekommen. Hier noch ein Standardding, was gerade freigeschaltet ist. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, Oracle. Und jetzt gucken wir mal, was wir denn so bekommen in den Meilensteinen. Hier nur Fragmente. Dann einmal haben wir hier 5 Hawkeye. Dann Fragmente. 5-mal Captain America. 5-mal Black Panther. Das ist Black Widow. Hier, okay, gibt es rote Sterndinger, aber ich glaube, die habe ich schon. Und hier gibt es jede Menge Orbfragmente. Das heißt, wir machen da auch gleich nochmal schön Orbs weiter auf. Oh, 15-mal Scarlet Witch, richtig nice. 15-mal Mordo, geil. Doctor Strange, nicht schlecht. 15-mal Elsa, Bloodstone. Ja, Bloodstone, 15 Stück. Ghost Rider, 15 Stück. 3 rote Sterne für Elsa. Ja, alles klar. 15-mal Jaggernaut. 15-mal Sabertooth. Und ich glaube, wir kriegen diese 15 von Mystique. Die kriegen wir auch irgendwie noch. Den 20. Meilensteiner. Da haben wir aber einiges geholt. Die Sache ist nur, das geht ja jetzt nicht mehr ewig lang. Oh Gott. Oh, haben wir alle schon die roten Sterne? Schade. Es geht halt nicht mehr ewig lang. Diese Meilenstein-Dinger gehen noch knapp 3 Tage. Das heißt, in diesen 3 Tagen werde ich ja wieder Orbs sammeln. Und damit die nicht ins Leere gehen, werde ich die Orbs öffnen. Leider ohne euch. Aber ich lasse mir irgendwas einfallen, was wir in der nächsten Ausgabe dann machen. Jetzt werden wir allerdings noch ein paar Orbs mehr öffnen. Was haben wir hier? Was wird mir hier angezeigt? Ach hier, da können wir so ein Dingsorb öffnen. Das ist doch geil. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Vielleicht haben wir Glück und es ist was richtig Cooles drin. 4-mal die Kree Adlige. Die haben wir auf 3, das heißt 1 Stern mehr. Ist jetzt nicht der Oberhammer, aber trotzdem in Ordnung. So, hier nehmen wir mal kurz die Ausrüstung mit. Interessiert uns vor allem wegen dem Meilenstein jetzt natürlich. Blaue Spritzen sind jetzt aber auch nicht so schlecht. 3-mal die lilanen. Wir haben ja auch diese krassen Orbs da bekommen, ne? Diese Legacy Orbs, wenn ich mich nicht täusche. Wir können einen Legacy Orb öffnen. Und ich glaube, der gibt auch gut Punkte. So, 2-mal Premium ist noch da. 1-mal Legacy. Oh, und 10 Schneekugeln. Na dann. Schneekugeln zählen leider nicht mit rein, aber 5-mal Korat, das ist gut. Außerdem jedes Mal 60.000 Gold ist jetzt auch nicht so schlecht. Carnage, Dankeschön. Na, no, Elektra, mittelmäßig. Oh, Rescue, sehr schön. Vision, okay. Auch zum ersten Mal heute dabei gewesen, Vision. Thanos mal wieder, Hallöchen. Oh, das gibt 5. Miss Marvel. Mystique, ja, das ist gut, aber da bekommen wir wahrscheinlich auch den Meilenstein. 5-mal War Machine. War Machine finde ich einfach mega cool. Ich weiß gar nicht, ob der so super krass ist, aber ich finde den Charakter an sich mega cool. America Chavez ist auch nochmal dabei. Dann öffnen wir jetzt 2-mal noch den Premium Orb. Ah, Ant-Man auch nicht so gut. Also Premium Orbs. Nee, Premium Orbs sind nicht cool.
Nicht cool, was wir da haben. Aber Legacy One Orb. Den machen wir noch auf. Und hoffen, dass was Cooles drin ist. Und es ist 5-mal Daredevil. Absolut nicht cool. Und wir kriegen auch den Meilenstein nicht, was echt schade ist. Sollen wir hier drauf gehen? Genau, das ist das gewesen. Ja, das war's, Leute, mit dem Öffnen. Wir haben leider den letzten Meilenstein knapp verpasst. Uns fehlen 5 Stück. Das schaffe ich alleine schon mit den Standard-Orbs, die man so frei erhältlich hat, jede 4 Stunden. Deswegen, das ist kein Problem. Das heißt, wir werden uns den Meilenstein mit Mystique auf jeden Fall noch holen. Bekommen dann 1000 Schneekugeldinger, können also auch noch einen Schneekugelorb öffnen. Also es sieht doch sehr gut aus. Es sieht doch wirklich sehr, sehr gut aus. Und wir gucken uns jetzt noch die Charaktere an. Da ist nämlich auch einiges passiert. Zum einen rekrutieren wir hier Mr. Fantastic. Sehr geil, da haben wir auf jeden Fall mega Glück gehabt, dass wir den freigeschaltet haben. Mit den Orbs, die wir da gekriegt haben. Also richtig Glück. Und Heimdall haben wir auch schon freigeschaltet. Mega cool, der nächste Asgardianer. Übrigens müsste Sif im Blitz sein, wenn ich mich nicht täusche. Können wir mal gerade reingucken. Heimdall ist da, im Blitz ist... Ja, das ist Sif. Genau, die ist im Blitz. Sehr cool, ich habe nämlich noch nicht angefangen. Nehme das hier eigentlich mitten in der Nacht auf, wegen Feiertage und so. Kam ich leider vorher nicht dazu. Aber ich möchte euch ungerne eine Woche ohne Marvel dastehen lassen. Wir befördern jetzt noch kurz unsere Leute. Nick Fury, sehr, sehr cool, kriegt seinen 4. roten Stern. Damit ist er auch schon ziemlich stark. Aber das ist echt gut, dass der befördert wird. Auch die Kree-Adlige wird dadurch eine ganze Ecke stärker werden. So, Elsa bekommt auch einen Stern dazu. Gut, die ist jetzt noch nicht so hammermäßig gelevelt, aber trotzdem, je mehr rote Sterne, desto besser. Und das ist tatsächlich erst ihr 2. roter Stern. Aber gut, so ist das halt. So, und wen können wir denn alles hochleveln? Auf jeden Fall Shield-Angreifer. Sehr gerne auf den 4. Stern. Dann haben wir die Assassine. Auch eine von denen, die ich ja aktuell farme. Bekommt ihren 5. Stern. Sehr schön. So, Nobu, der gute Nobu auch. 250.000, die gönnen wir uns. Und der hat seinen 6. Stern. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ist ein guter Charakter. Auch in einem Handteam natürlich. Sehr, sehr guter Charakter. Eigentlich unverzichtbar. Den braucht man auf jeden Fall, wenn man ein Handteam aufbauen will. Ist er einer der wichtigsten Charaktere. Und haben wir noch irgendwas freizuschalten? Es wäre schön. Ich habe bestimmt einen vergessen. Nö, hier Hydra. Nicht ganz so wichtig, aber... Ihr seht es, 5 Sterne. Ich habe den niemals aktuell gefarmt oder sonst irgendwas. Die sind alle rein aus den Orbs entstanden, diese 5 Sterne. Und, oh, hier noch mehr. Die Wissenschaftsexpertin kriegt den 4. Stern und der ist auch direkt rot. Okay, 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 okay. Damit kann ich leben. Cable können wir auch einen hochziehen. Da ist das Charaktermodell noch gar nicht runtergeladen hier. Aber egal, 4. Stern. Cable. Na, haben wir noch irgendwas? Ja, tatsächlich Ravager Stitcher. Gut, ist jetzt auch nicht der Oberhammer, der Stitcher. Und das war's. Aber was heißt das war's? Wir haben wirklich, wirklich sehr, sehr viele Orbs aufgemacht. Haben einige Charaktere... Ja, freigeschaltet, befördert und aufgelevelt. Ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Wir haben auch einen Meilenstein. Ne, wir haben mehrere Meilensteine hier von den Dingern. Das heißt, vielleicht können wir doch noch was öffnen. Wir sacken das mal kurz ein. Oh, da haben wir einiges. Da haben wir einiges, Leute. Vielleicht schaffen wir sogar noch on-air den Meilenstein.
Okay, das sind Meilenstein-Orbs, die sind jetzt nicht für den... Ja, Meilenstein-Orbs, die nicht für den Meilenstein sind. Es passt irgendwie nicht zusammen, aber es ist nicht für die Orb-Lawine. Gut, Ant-Man, und was war das andere? Deadpool, okay. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, ah, nee, das ist von dem Geld. Das ist von dem Geld, die zählen leider auch nicht mit rein. Da machen wir jetzt aber einmal das hier auf. Okay. Deswegen hat der 6 angezeigt. Naja. Aber orangene Ausrüstung. Und das könnte tatsächlich reichen. Und es reicht auch. Wunderbar. Das heißt, wir kriegen nicht nur diese Ausrüstung, die wir gebrauchen können. Wir können auch unseren Meilenstein freischalten. 15 Splitter für Mystique. Die steigt leider nicht auf. Aber wir können nochmal einen schönen Orb aufmachen. Und zwar die Schneekugel. Und das wird jetzt unser letzter Orb für diese Folge sein. Und zum Abschluss bekommen wir dreimal Hawkeye. Ist jetzt kein Highlight, aber trotzdem gut. Ich muss sagen, bin insgesamt sehr zufrieden. Wir haben viele gute Splitter bekommen, viel freigeschaltet, befördert und so weiter. Haben einiges von Groot bekommen und vor allem haben wir Heimdall schon freigeschaltet. Das ist richtig cool. Gerne in die Kommentare, wie es bei euch so mit Heimdall läuft. Habt ihr den auch schon freigeschaltet? Vielleicht habt ihr auch schon einen Stern mehr geholt. Gerne in die Kommentare, ich bin da immer sehr gespannt, wie es bei euch so voranschreitet, auch ob ihr Nick Fury geholt habt oder gegebenenfalls verbessert habt. Und ja, wie sieht es bei euch mit dem Blitz aus? Werdet ihr euch Sif holen? Wir können ja mal gerade ganz kurz noch reinschauen, wie viele Splitter ich habe. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht, ich glaube so um die 20... Nee, 36. Also ja, ich werde Sif auf jeden Fall in der nächsten Folge mit euch gemeinsam freischalten. Das sollte hinzubekommen sein. Wir bekommen hier genügend Splitter, um sie freizuschalten. Das freut mich sehr. Gerne in die Kommentare und ansonsten hoffe ich einfach nur, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rin gehauen. Bis zum nächsten Mal.